So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Genau, wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar war Pupsi letztens einkaufen. Ich habe ganz kurz draußen gewartet mit dem kleinen Habanero im Auto, dass der nicht immer dahin geht, wo so viele Leute sind. Pupsi kam zurück und hat das hier mitgebracht. Und da konnte ich meinen Augen kaum trauen, ne? Konnte ich gar nicht glauben, was die da hat. Eine Gangsterella Pizza Team Capi 5o Formaggi. Ich habe ja schon mal die Capital Bra Pizzen getestet. Da gab es ja die Rindersalami mit Hanfsoße. Da gab es die Grillgemüse, die halt vegetarisch war, aber trotzdem irgendwie richtig gut geschmeckt hat. Es gab die Pizza Thunfisch davon mit Creme Fraiche, Soße und so Zeug. Es gab die Pizza Sucuk, die ich auch mega genial fand, sehr gewöhnungsbedürftig, aber hat halt den typischen Sucuk-Geschmack gehabt, also nach Evas Katze. Und jetzt, ohne dass man irgendwas mitkriegt, hauen die plötzlich diese Pizza raus, 5o Formaggi. Das hat nämlich einen 5-Käse-Mix und eine Nacho-Style-Käsesoße. Und da muss ich sagen, das klingt schon wieder mega interessant, weil die halt immer besondere Soßen haben. Hanfsoße und Kräutersoße und Creme Fraiche und alles. Und bis jetzt hat jede Capital Bra Pizza geschmeckt. Eistee finde ich nicht so gut von ihm, brauche ich gar nicht. Aber die Pizza hat mich bisher immer überzeugt. Hat auch wieder dieses super Design mit diesem super genialen Karton mit dem ganzen Muster hier drauf. Da steht wieder Gangsterella. Ihr seht wieder die Visage von dem Typ. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist, dass der hier so einen Goldring hat oder ob der auf allen anderen auch drauf ist. Ihr habt da nochmal das Bild von der Nacho-Soße. Hier habt ihr nochmal das Bild vom 5-Käse-Mix. Statt Quattro Formaggi gibt es also 5o Formaggi. Wenn wir es rumdrehen, haben wir noch Bra, macht die Pizza. Belelelelegt mit extra viel Edama, Mozzarella, roten und weißem Cheddar und Gouda. Also Edama, Mozzarella, roter Cheddar, weißer Cheddar, Gouda. Ist der Unterschied zwischen Rot und Weiß spürbar? Schmeckt man den? Ansonsten ist es nur ein farblicher Unterschied. Im Endeffekt sieht es eher alles aus wie Pampe. Nacho-Style-Käsesoße, Featuring-Tomatensoße. Macht einen auf Crunchy, ist innen aber Baba Soft. Da seht ihr nochmal hier, wie er mit seinem Truck Mobile durch die Streets cruist und die Pizza verteilt. Scan den Code und schau bei Gangsterilla vorbei. Heiz den Ofen ein. Bra nicht vergessen, Folie entfernen, eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen, 12 Minuten backen, dann gibt dir Bra. Ich bin mal gespannt, ob die auch was kann, denn die anderen konnten bisher was. Eine reine Käsepizza hatten wir noch nicht, wir machen die aber kurz noch auf, dass ihr die mal seht, im gefrorenen Zustand. Und dann bin ich mal, will ich mal gucken, weil mit Pupsis Ofen habe ich bisher gefühlt noch nie eine Pizza gemacht, während ich bei mir ja immer, die sind immer schwarz geworden, weil mein Ofen kaputt war. Dann ging der Ofen und jetzt ist der Ofen weg und jetzt haben wir Pupsis Ofen und ich habe damit noch nichts gemacht. Hier packe ich die mal kurz aus, hier können wir die mal kurz zeigen. Das ist die gefrorene, super geniale Gangsterella 5o Formaggi Pizza. Und die backt man jetzt auch. So, das ist das alte, vergammelte, fettige Backpapier. Wir machen es jetzt einfach hier auf das Blech, schieben das rein und warten jetzt 3 Jahre, bis es fertig wird. So, das Ding ist jetzt, glaube ich, fertig. Wir machen es mal auf. Das Licht ist schon aus. Wir haben hier einen ganz kleinen Pizzaschneider. Ich hoffe, die ist innen drin auch heiß. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich das hier so halt. Das aber gleichzeitig irgendwie hier drunter kriegt, weil es jetzt irgendwie da drauf geknallt ist. So, das sieht jetzt komisch aus. Wir haben es aber geschafft, die Pizza hier rauszuwühlen. Die schneiden wir jetzt noch durch. Den Schmarrn schieben wir wieder rein. Und dann sehen wir uns gleich draußen, wenn wir die Pizza schneiden und testen, wie die schmeckt. So, hier draußen sieht die aus, als wäre die gar nicht richtig durch, als wäre die noch total lapprig. Außen sieht es ja aus wie, das ist fertig. Auf der anderen Seite sieht es aus wie, die muss noch. Wir bilden also wieder die goldene Mitte. Ich würde sagen, fürs Thumbnail halten wir trotzdem mal den Karton mit der Pizza rein, um die irgendwie zu zeigen. Dann schneiden wir sie einfach mal auf. Ich mag es eh nicht, wenn es dann so fotztrocken ist. Das ist also die Capital Bra
Gulaschpizza ohne Gulasch, aber dafür mit ganz viel Käse. So, machen wir das mal ein Stück hier runter. Dass ihr jetzt seht, wie ich diese Pizza schneide. Gehen also von einer Ecke in die andere. Das sieht gerade aus wie eine Big Pizza von Wagner. Big City Pizza heißen die, glaube ich. Wo es für die verschiedenen Städte gibt. Weil die auch so hoch ist. Aber die Big City Pizza hat das Problem, die schneidest du und in dem Moment ist sie direkt wieder kalt. Hier ist sie, glaube ich, fluffiger, da bleibt das länger drin und bleibt einfach länger warm und kann man besser genießen. Ich merke jetzt, in dem Moment, wo ich den Pizzaschneider abschlecke, die ist innen drin, die ist innen drin gerade so, dass man sie direkt essen kann. Wer jetzt also dachte, die ist noch kalt oder gefroren, das ist Quatsch. Die ist genau richtig. Die möchte ich jetzt so, wie sie ist, mal probieren. Die hat schon eine richtig fette Käsenote mit einem Tortilla-Dip-Soße. Wie findet ihr die? Sieht die gut aus, ja? Wir beißen erstmal in den Rand. Sehr fluffig, sehr weich, sehr angenehm. Nicht zu hart, nicht zu trocken. Finde ich gut. Den Rand fand ich schon immer gut bei den Capital Bra Pizzen. Beißen wir in der anderen Seite in den Rand, was hoffentlich dasselbe ist. Ja, okay. Warum beiße ich in die Ränder? Weil ich gemerkt habe, dass sie doch noch ziemlich heiß ist. Und wenn ich jetzt vorne direkt reinbeiße, verbrenne ich bestimmt die ganze Schnudel und habe dann gar keinen Geschmack mehr. Ich traue mich jetzt trotzdem mal, hier vorne reinzubeißen. Und habe jetzt schon wieder das Gefühl, da ein bisschen Tabasco drauf würde so gut dazu passen. Die hat so schon einen richtig guten Geschmack, aber die ist natürlich nicht scharf. Die hat einen schönen Käsegeschmack, den ich am Rand schon rausschmecke, wo ich noch gar nicht im Käse bin. Die sieht interessant aus, aber mir fehlt irgendwie eine krasse Würze. Beiß mir erstmal vorne rein, hier hängt ein bisschen Käse runter, das sieht auch immer gut aus, wenn sich das zieht. Gut, so heiß ist sie gar nicht, wenn ich vorne reinbeiße. Das heißt, ich kann mich auch an der Seite noch ein bisschen durchnagen. Also ich habe schon viele Käsepizzen gegessen. Die von Bud Spencer Terence Hill fand ich auch ganz gut. Die ist auch ganz gut. Ich kenne jetzt den Preis leider nicht. Aber ich bleibe, glaube ich, dabei. Capital Bra Pizza kann man immer essen. Macht man nichts falsch. Bevor ihr irgendwelche wilden Experimente hier mit Joko Klaas macht oder so. Da war ich nicht so begeistert. Capital Bra, ich höre die Musik nicht, ich bin kein Fan davon. Die Tees waren auch nicht so meins. Aber Pizza, finde ich, machen die immer richtig. Aber das kommt ja von Gangstarella. Gangstarella macht Pizza und macht Pizza sehr gut. Ich werde den Rest mal jetzt Pupsi vorbeibringen, die auch mal probieren lassen. Und weiß nicht, macht man da noch Mad Dog drauf oder was? Ich glaube, dann verschandelt man die Pizza. Wir werden die wirklich diesmal ohne scharfe Soße essen. Wir werden die einfach so essen, wie sie ist. Denn das hat sie verdient, weil die hat meiner Meinung nach wirklich einen guten Geschmack. Das war es von meiner Seite aus. Wenn ihr die schon mal gesehen habt, probiert die mal. Ich möchte eure Meinung mal dazu wissen. Generell zu Capital Bra Pizza. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich kann es nicht lassen. Jetzt habe ich es reingebracht zu Pupsi. Sie hat auch ein Viertel probiert. Das heißt, die halbe Pizza ist noch übrig. Ich wollte Hälfte-Hälfte machen. Sie hat gesagt, ein Stück reicht ihr. Das ist nämlich auch, das stopft. Da ist viel drauf. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Sie hat gesagt, ach, ich glaube, Tabasco wäre trotzdem gut. Da mein Tabasco-Set aber immer noch eingepackt ist mit 5 verschiedenen Tabasco-Sorten, die ich in einem extra Video erstmal testen will, bevor die auf sind, habe ich in einem Schrank gefunden. Ich habe immer noch eine Flasche von der Fuego Jalapeno Sauce. Und das ist auch so ähnlich wie Tabasco. Und die ist noch komplett zu. Und die müssen wir nicht unbedingt testen, weil die haben wir schon oft getestet. Die kann ich jetzt aber einfach nehmen und hier mal draufpacken. Mal schauen, wie das schmeckt. Mit der Jalapeno Sauce, die gerade runtertropft auf den ganzen Teller. Ja, das bringt jetzt auf jeden Fall eine mega extrem krasse Essignote mit rein. Jetzt merke ich erstmal, die habe ich mir immer auf Toastbrot gemacht. Toastbrot hin, komplett die Scheibe von dem Toast mit der Soße eingetröpfelt. Dann da eine Scheibe Käse drauf, da eine Scheibe Wurst drauf, dann wieder Toastbrot, dann reingebissen. Sodass ich immer irgendwie Sandwich hatte, damit das nicht zu trocken ist.
diese Hot Jalapeno Sauce drauf. Mm. So, das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Kann man essen, muss man nicht, ist eigentlich egal. Ist aber da, muss man sowieso irgendwie verbrauchen und es tropft einfach weiter komplett. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses.